Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 und wir beginnen gleich mit dem Brief. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Entschuldigung, Hippie-Mistkerl. Ich hoffe, der meint nicht uns. Okay, ich suche immer noch was zum Speichern. Okay, eine Statue. Hier können wir Dart spielen. Da sind noch mehr Dartpfeile. Kann ich mir leider nicht nehmen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis die Texturen laden. So, was haben wir denn hier? Ein Mülleimer. Möchte ich da reingucken? Mia. Eine Videokassette, die ich mir sowieso nicht angucke. Guck mal kurz ins Inventar. Ja, die andere Videokassette habe ich ja gar nicht mehr. Die vom Anfang. Hm, 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach schützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Dem einarmigen Lukas. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt, wie man heute noch sehen kann. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. So, und apropos ansehen, wir sehen uns mal nochmal dieses dicke Buch an hier. Ah, die unendliche Geschichte. Aha, ein blauer Hundekopf. Der gehört gleich uns. Okay, aber ich glaube, wir brauchen 3 an der Zahl. Hier ist noch ein Mülleimer. Warum konnte ich eigentlich Schießpulver? Okay. In dem anderen Mülleimer lag also nichts. Alter Tisch. Hm, frisches Obst. Sollte man immer im Haus haben. Da gibt es nichts hinter. Nimmt er überhaupt noch auf? Scheint fast so. Ich habe ja vorher meine Festplatte aufgeräumt. Nicht so wie das letzte Mal. So. Okay, dann haben wir uns einmal umgesehen. Dann gehe ich mal ab zum Fernseher und benutze mal die Videokassette Mia. Mia, Ethan, please watch this. Ethan, wenn du dies findest... Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh krass, ich kann Mia steuern. Geil. Okay. Da kommt die Mutti. Gut, dann werde ich mal vor der Mutti wegrennen. Wie cool. Das ist ja geil gemacht. Oh, was liegt denn hier? Gar nichts. Ein Fässchen und Mutti. Mutti kommt. So, Tür zu. Okay. Instant verschlossen. Und dass das Bild so scheiße ist, das liegt jetzt daran, dass wir quasi uns ein Video angucken. Okay, die Tür da ist aufgegangen. Ich gucke aber trotzdem erstmal hier drüben. Was? Was?
Entschuldigung, sollte nicht so einen Wind machen. Och Mann, wär ich bloß zu Hause geblieben. Okay, die Kerzen sind schon aus. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich muss mich verstecken. Oh, scheiße. Warum tust du mir das an? Super. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Mutti ist ja ein bisschen... Nee, doch nicht. Komm nicht hier lang, Mutti. Komm nicht hier lang. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Da juckt mir glatt das Auge. Ist ja sehr interessant, Mutti. Okay. Dann gehe ich mal da hin, wo Mutti hergekommen ist, bevor ich hier blöderweise hinterher schleiche. Okay. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du dir vorstellen kannst. Oh. Du weißt Dinge. Du verstehst es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Da lag was, was ich aufnehmen konnte, aber ich glaube für Mia, hier in dem Video ist es gesperrt. Da ist Mutti. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushängen. Ich weiß, dass sie etwas planen. Komm ich denn? Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesen Ethan anstellen willst? Sag mal, komm ich hier runter? Guck mal hier. Was denn das? Warum liegt denn hier? Das sieht aus wie eine, so eine Garten... Komm nicht hierher. Hab dich! Du warst ein böses Mädchen! Oh, sie sind gescheitert, verdammt! Warum? Wo soll ich denn hin? Okay, dann starten wir nochmal neu. Finde die Plätze zum Verstecken, um nicht von Marguerite entdeckt zu werden. Okay. Gut, jetzt bin ich wieder in dem Zimmer. Mehr gesehen, als du es mir vorstellen kannst. Ja, wo soll ich mir bitte vor Marguerite verstecken? Hier oben? Du verstehst es einfach nicht. Oder kümmert es. Okay, vielleicht sieht sie mich jetzt hier in der Ecke nicht. Dann werde ich mal hier verharren, bis Marguerite endlich mal wieder weggeht. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushängen. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Ja, puh. Dann hat die uns da vorhin durch das Fenster gesehen. Oh. Komm nicht hierher. Bleib genau da, du kleines Miststück! Geh zurück auf dein Zimmer, sofort! Warum? Wo soll ich mich denn... Was? Drücke X, um sich schnell um 180 Grad zu drücken. Sie X, um sich schnell um 180 Grad zu drehen. Immer dieses förmliche. Wo kann ich mich denn hier verstecken, verdammte Scheiße? Im Schrank? Nö. Hinter der spanischen Wand? Hier ist ein Schlüssel, oder? Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch.
es dich einfach. Es kümmert mich einfach nicht. Wie komme ich denn? Ich bleibe jetzt einfach mal in der Ecke. Hoch. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdrücken. Ich weiß, dass sie etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Ja, woher sollst du das wissen? Mutti. Hoffentlich kommt sie nicht hier hinter diese Tür. Wir warten einfach mal ab. Gucken, was passiert. Nein, nein, komm nicht hierher. Der Herzschlag ist übrigens nicht im Spiel, sondern ist mein eigener. Bleib schön da, bleib schön da, bleib schön da. Komm nicht hierher, komm nicht hierher. Oh Gott. Okay, jetzt geht's in die hintere Ecke. Ich guck mal, ein Inventar habe ich nicht. Nicht von Margarete fangen lassen. Jetzt müsste ich eigentlich... Ich glaube, ich müsste jetzt hinter ihr wegrennen, weil sie 100 pro in der Ecke jetzt hier gucken wird. Aber ich warte mal lieber noch. Jetzt kommt sie nämlich gerade wieder zurück. Jetzt weggehen mich voll in die Hände gegangen. Und sie kommt nicht in die Ecke. Schön. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Danke. Klingt sehr faszinierend oder so. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Mich verstecken. Wie es mir das Spiel sagt. Und mich nicht von dir fangen lassen. Mein ganzes Mausbett ist hier schon nass. Uah. Wenn sie hier noch langläuft, warte ich mal, bis sie wieder in die andere Ecke geht und dann werde ich mich hier hinter langschleichen und abhauen. Aber ich höre sie jetzt nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, ob sie noch in dem Zimmer ist. Da ist sie jedenfalls nicht mehr. Und hier auch nicht. Okay. Jetzt kann ich es nehmen. Alles klar. Okay. Ach du heilige Scheiße, jetzt muss ich das Ding so drehen, dass eine Spinne entsteht. So ist schon mal eine... Ah, guck mal. Aber genau andersrum. Wir machen das mal so. Na, fast. Guck, das passt doch fast. So, F. Bingo! Sesam, öffne dich. Okay. Kann ich mich hier durchquetschen? Was im Übrigen auch sehr stark an Outlast erinnert. Immer noch. Ich hab's ja schon lange nicht mehr erwähnt. Da war vorhin das kleine Mädchen. Ich kann mich hier drin aber nicht umdrehen. Das ist auch nicht schlimm. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da unten ist Wasser. Das ist hier wohl das alte Haus, was von dem Sturm heimgesucht wurde. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Oh nein, jetzt komm ich schwer von da vorne. Tschüss. Was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen. Ja, ja. Mir egal. Ich gehe mal dann hier weg. Na, ja, ich glaube, so dick war Mutti auch nicht, dass sie hier nicht durchpasst. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Ich wüsste nicht, warum. Dass wir einiges nicht wissen. Und du hast
Wo ist die denn, verdammt? Die war doch da vorne irgendwo. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Okay, da steht sie. Gut, dann warten wir mal ab, bis sie sich da verpieselt. Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Oh. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Ich höre dich, bockige Mutti. Wie sie aufgestampft ist mit ihrem Fuß. Süß. Oh. Ich kann mich hier leider nicht umdrehen. Aber was mache ich denn hier? Sie ist auf jeden Fall sehr wütend gerade. Ich gehe mal nochmal zurück, dass ich mal die Blickrichtung wieder wechsle. Und dann gucken wir mal. Oder ich gehe hier einfach wieder zurück. Mal gucken, ob ich das kann. Was wäre Quatsch, warum ich das hier aufgemacht habe, wenn ich hier nicht weiterkomme. Und wie zum Geier ist sie denn darüber gekommen? So, pass auf. Ein letztes Mal gehen wir nochmal hier durch. Und dann beobachte ich Mutti mal. Okay. Sie scheint sich da nicht zu verdrücken, deswegen gehe ich mal wieder zurück und suche mir einen anderen Weg. Oh, ich gehe mal ein bisschen schneller. Ach hier, guck mal, die Tür habe ich auch noch nicht genommen. Ah gut, die ist zu. Na, fantastisch. Ich muss da lang. Gibt es hier echt keinen anderen Weg? Und warum zum Geier kann ich mir diese olle Giftspritze da angucken? Tony hier ist zugeklebt. Hier komme ich auch nicht rüber. Gucke mal nochmal. Nee, kann ich nur drehen und das wieder zurück machen, also muss ich wohl da lang, wohl oder übel. Ich werde es einfach versuchen. Vielleicht kann ich ja mit ihr kämpfen. Mir juckt die Nase, ich sollte mich wieder rasieren. Mein Bart wächst mir langsam in meinen Kopf zurück. So. Dann schauen wir mal. Okay, und los. Mutti, bist du blind? Nein, 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 nein! Versuch nicht deinem Teil der Schuld zu entkommen. Da führt kein Weg aus, Fräulein. Aber war ich nicht vorhin mit Ethan hier unten? Ethan? Klar, hey, Bro. Na, traumhaft. Ein Foto. Wo denkst du, dass du hingehst? Okay, das war die Videokassette. Schön. Aber geil macht, definitiv. Schönes Ding. Aber ich glaube, ich werde langsam zum Ende kommen, dass ich mal noch ein bisschen was schneiden kann. Ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession und ich habe Angst, wenn ich länger als so und so aufnehme, dass mir irgendwas abkackt, was ich nicht will. So, was passiert jetzt hier? Er lädt und lädt und lädt.
paar Minuten machen wir noch. Und wenn ich bis dahin keinen Speicherstand, also keine Dings gefunden habe, dann hoffe ich mal, dass er nochmal zwischengespeichert hat. Okay, das Band rollt sich ein von der Kassette. Was lädt er denn jetzt immer so lange? Okay. Was haben Sie dir angetan, Mia? War ja mal ein langer Ladebildschirm. Okay. Wir müssen immer noch gucken, dass wir irgendwas... Kann ich vielleicht einen Kö mitnehmen, um den darauf zu packen? Das Dreieck. So, dann kann ich ja mal aus der Tür rausgehen. So, zu verwendendes Objekt. Eine Videokassette, die auch schon lautet Mia. Ich gucke mal, ob ich das... Kann nicht aufgebrochen werden. Nee, ich brauche also einen Schlüssel. Was habe ich denn hier alles? Ein Uhrenpendel, Schießpulver, Flintenmunition, Kraut. Okay, dann kann ich ja... Das kann hier nicht verwendet werden. Gut, dann werde ich mal mein Inventar benutzen. Und wieder mal was kombinieren. Ach, guck mal, aus dem Schießpulver kann ich also... Brauche ich Schießpulver und Chemikalien. Dann kann ich Pistolenmunition daraus bauen. Na, hätte ich mal machen können. So, die drei Hundeköpfe bekommen und die Tür bringen. Davon haben wir einen und die Flinte bekommen. Gut, wie wir die Flinte bekommen, weiß ich ja schon. Aber nicht, wie wir sie behalten dürfen. Und wo zum Geier kann ich hier denn mal was speichern? Gut, dann gucke ich mich im Raum hier drüben. Kann ich mir ja nicht mehr quatschen. So. Zu verwendendes Objekt. Da habe ich noch nichts. Okay, von hier bin ich gekommen. Da war ich auch noch nicht da habe ich auch noch nicht rausgeguckt. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes hier draußen. Tür. Ich höre hier jemanden quatschen. So, was haben wir denn in der Werkzeugkiste? Zu verwendendes Objekt. Gut. Die ist verschlossen, da kann ich nichts mitnehmen. Hallo? Hallo? So dick bist du doch gar nicht gewesen. Okay, hier komme ich nicht runter. Die Treppe ist verrammelt. Flüssige Chemikalie. Okay. Dann werde ich mal wieder was kombinieren. Und zwar Schießpulver und Chemikalie zur Pistolenmunition. Gut. Komm schon, jetzt lass ich ja mal irgendwo... Irgendwo was zum Speichern sein. Gibt es hier auf Klo was zum Speichern? Nein. Oh. Da hat jemand eine Münze ausgekackert. Okay, sonst war hier noch was. Hier ist noch eine Schublade. Und nochmal Pistolenmunition. Das ist sehr schön. Aber sonst... Den hatte ich schon. Hier, guck mal. Bin ja mal gespannt, was da zum Vorschein kommt. Holzstatue. Sie haben nicht genügend Platz. Ah, na, Traum. Das ist doch garantiert die Holzstatue, die ich brauche, um... Sag schon. Ach ja, ich habe ja bewusst die vier, die achte. Das eine Schattenbild da. Ich esse einfach mal die eine und kann jetzt die Holzstatue nehmen. Okay, da ist noch was. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß, was das ist. Okay, ich möchte trotzdem immer noch speichern gerne. Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen.
Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Halt die Schnauze! Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Ja, ja. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Ich will doch nur speichern, verdammte Scheiße. Warum? Warum tust du mir das an, Daddy? Okay. Und los, tschüss. Wo komme ich hier weg? Komme ich hier wieder zurück? Du bist jetzt Teil der Familie. Ja, zauberhaft. Ich freue mich riesig. Ach, guck mal. Die Tür ist zu. Okay, ich glaube, hier unten war irgendwo dieser Projektor. Mit der, ja, na, du weißt schon, was ich sagen will. War der hier? Nee, der war doch hier drüben irgendwo. Okay, können wir hier vielleicht sogar schon einen Hundekopf einsetzen? Gut, dann bin ich gehen nämlich schon mal los. Dann halt ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und da ist dieses Schattenspiel. Wir müssen uns beeilen, bevor Daddy kommt. Holzstatue, da. So. Ein Adler. Gucke mal, das sieht da gut aus. Wir drehen den mal. So. Perfekt. Sesam, öffne dich erneut. So. Komm schon. Gib mir bitte eine... Wer baut diesen Mist? Ja, das frage ich mir auch. So, jetzt gib mir mal irgendwas zum Speichern. Ich hätte gerade gesagt, Schreibmaschine, aber das ist ja ein... Was ist das, wie wir speichern? Ich hab's vergessen. Kassettenrekorder. Was ist das? Irgendwelche Pillen? Noch mehr Pistolenmunition? Oh. Ich glaube, ich muss bald wieder schießen. Noch mehr Pistolenmunition. Da kam ich her. Da gehe ich rein. Die mache ich auf. Kann ich nicht, weil ich nicht zum Öffnen habe. Gucken wir mal hier. Da ist nichts drin. Das ist ja traumhaft. Das hat sich gelohnt. Was haben wir hier noch? Noch eine antike Münze. Ich frage mich, wozu ich die brauche. Schießpulver. Da können wir uns wieder was basteln. So, komm. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als einen Kassettenrekorder. Layers of Fear. Eindeutig. Die geht nicht auf Scheiße. Was ist das für... Alter. Ohne Witz, was ist das für eine Scheiße? Kommt der hier rein? Er kommt hier rein. Komm, geh durch. Scheiße! Bitte was? Er kommt also nicht hier hinterher. Mist! Was meint denn jetzt? Ich muss unbedingt speichern. Ich habe Angst, dass er mir den letzten Rest hier nicht wieder mit aufnimmt. Oder irgendwas wieder schief läuft. Hab dich gefunden! Wo? Daddy? Da ist er!
Brums, Brums. Mensch, ich muss doch hier irgendwo... Pass auf, ich gehe jetzt einfach hier hin. Nein, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Tschüss. Das musst du schon besser machen. Komm, der war da gut genug. Die Oma ist schon wieder weg. Ach, Oma. Hier muss es doch irgendwo eine Speichermöglichkeit geben. Bitte, 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 bitte. Ich wundere mich eigentlich, warum ich einsinke hier auf dem Stuhl. Eigentlich müsste ich ja 10 Meter höher sein, so. Wie, zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Wie oft denn nur noch? Ich will speichern. Okay, der ist da lang. Guck mal, das ist Daddy. Oh, Daddy ist ja nicht mehr kaputt. Der war doch total zerschossen gewesen, oder nicht? Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Ich hoffe, Marguerite hat es nicht gehört. Marguerite. Okay, mach, was du willst. Gerne. Ah, guck mal hier. Ah ja, guck mal, hier war doch irgendwo was, wo ich speichern konnte. Ich glaube hier hinten, ich glaube hier hinten. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Irgendwo war hier... Muss hier was zum Speichern sein. Buch, Zeitung... Oh, ey. Ich schwitze, ich schwitze, ich schwitze. Hier unten was zum Speichern? Guck mal nochmal runter. Ja, ja. Du machst mir Spaß. Ich kann ja so nicht speichern, oder? Wenn ich hier Escape drücke? Nee, kann ich nur neu starten? Das ist doch die Stelle, wo ich vorhin mit Mia lang gekrabbelt bin. Hier konnte ich speichern, genau. Da, Kassettenrekorder. Halleluja. Naja, ist die Folge eben ein bisschen länger. So, einen Platz zum Speichern auswählen. Wir machen das. Erstellen eine neue Speicherdatei. Ja. Puh, wird gespeichert. Okay. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen schneiden und die erste Folge fertig machen zum Hochladen. Ich denke, sie wird am 25. kommen. Genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis jetzt geile, geile Sache. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.